Hallo Westland, hier ist HD Fallout und heute zeige ich dir, wo du das Scharfschützengewehr Rattentöter findest. Das Gewehr ist selbst in niedrigeren Leveln sehr leicht zu besorgen. Ich denke mal so ab 6 bis 8 müsste es möglich sein. Hier unten in der Brockblumenhöhle, die ist südlich von Novik. Man kommt relativ leicht hin. Ich habe es, glaube ich, mit Level 10 oder 11 erst gemacht. Aber die Viecher drin sind nicht wirklich anspruchsvoll. Man muss es leicht schaffen. Mit dem Sniper siehst du von der Brockblumenhöhle sogar den Dino von Novik. Ja. Also, ich bin in Novik gestartet. Überfalllager der Legion. Falls du es noch nicht hast, da stehen ein paar Legionäre rum. Nee, man muss ja sagen Legion. Ja. Von der Legion. Ist ja nicht deutsch. Mein RMK ist deutsch, ja, aber die Leechen. Wenn du dort angekommen bist, dann geht es einfach, du hast auf der Karte gesehen, einfach nur in Richtung, da vorne ist schon der Hügel. Zoomen ein bisschen vor. Jetzt sind wir an der Brockblumenhöhle. Noch ein bisschen Gelaber. Wie gesagt, ich glaube, drin bin ich drei oder vier Viechern begegnet. Den Rest kannst du umschleichen. Von daher sollte das wirklich, ich habe es jetzt nicht probiert, aber ich denke mit Level 6, 7 oder spätestens 8, vor allem wenn du auch noch einen Begleiter hast, kriegst du das Scharfschützengewehr auf jeden Fall. In der Höhle selbst heißt einfach nur immer rechts halten. Auf dem Boden, ich habe geguckt, ich habe da nichts gefunden auf dem Weg. Muss ja nichts heißen, aber war halt so. Und wenn du da langläufst, halt dich einfach immer rechts. Ab und zu gibt es ein bisschen was Radioaktives auf die Mütze, aber sonst wirklich gar kein Problem. Hier rechts rein. Sieht aus, als wäre da gar kein Durchgang. Jetzt haben wir hier mal so ein Vieh. Ja, da hat man es gerade gesehen. Da bin ich auf Level 11 aufgestiegen. Aber wie gesagt, viel zu spät für die Höhle. Das hätte ich viel früher machen können. Und hier kommst du jetzt in so ein kleines, sieht aus wie so ein kleines Forschungslabor in der Höhle. Und wenn du die zwei Viecher da noch aus dem Weg geräumt hast. Dann links am Tisch und rechts daneben liegt noch ein Anzug gegen Strahlen. Falls du noch keinen hast, auch einpacken. Ja, und das ist der Rattentöter. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis demnächst.